So, herzlich willkommen zum nächsten Zug. Wir haben jetzt einen Nachtzug bevorstehend, aber zuerst schauen wir uns mal das Replay an, beziehungsweise den History Mode. Gut, so, das Panzerbataillon sich hier in den Wald bewegt, hat Interception Fire abbekommen. Sich direkt ran bewegt und hat uns jetzt hier vom Nachschub sicherlich abgeschnitten. Das Bataillon hier. Artillerie, drei Elemente verloren plus ein Mörser, okay. Und ein Angriff. Und ein Angriff. Und den konnten wir ziemlich gut zurückschlagen. Die Amerikaner haben hier zwei Shermans und einen Stuart verloren. Wir haben nur ein Element verloren. Ja, woran liegt das jetzt? Erstens, ich glaube, die hatten relativ geringe Bereitschaft nur mehr. Nachdem die sich da so viel herumbewegt haben, also ich glaube, da hatten sie jetzt noch 80 Bereitschaft oder so. Sie haben sich dann da nochmal durch den leichten Wald durchbewegt. Also die dürften schon ziemlich müde gewesen sein, glaube ich. Außerdem waren wir hier schon relativ gut eingegraben. Außerdem kämpfen wir hier auch im Wald, da kriegen die Panzer auch ein bisschen einen Abzug. Ja? Also da waren einige Faktoren, die für uns gesprochen haben. Und so konnten wir also, obwohl unsere Einheit hier offen formell nur eine Kampfstärke von 28 hat, konnten wir da die 60er Kampfstärke des Panzerbataillons hier zurückschlagen. Sehr gut. Ui, okay, jetzt kommt da noch die gepanzerte Infanterie rauf und wird wahrscheinlich auch noch angreifen. Kriegt Interception Fire ab. Das könnte sehr viel ausgemacht haben hier. Nachdem die da bergauf gegangen sind auf den bewaldeten Hügel. Und nochmal Artillerie. Wir haben keine Verluste gehabt. Wir dürften da immer besser eingegraben sein. Ich glaube, die haben es überstanden, diese Runde. Und noch einmal Artillerie auf die Volksgrenadiere. Ein Element verloren. So, hier, da hatten wir gefeuert auf die eingegrabene Feindinfanterie hier. Da haben wir jetzt unser Infanterieelement verloren durch das Artilleriefeuer, aber keine Panzer. Okay, da wird verschoben nach Norden. Das sehen wir jetzt, weil das war jetzt noch der Nachmittagsspielzug, ja, also nicht wundern. Hoho, okay. Da hat er kalte Füße bekommen, glaube ich, nachdem wir die Pioniere da so arg getroffen haben. Zieht er jetzt da die Einheit von Süden ganz nach Norden hinauf. Und die Pioniere ziehen sich zurück. Luftangriff. Und, sehr schön, sehr, sehr schön. Das war ja das, was ich mich selbst noch gefragt habe. Wir haben jetzt hier hinten die 88er Flaks aufgestellt und die haben da jetzt massiv verhindert, diesen Luftangriff. Und zwar seht ihr, 13 Flugzeuge sind unterwegs gewesen und wir haben 11 davon durch unser Flakfeuer quasi vertrieben, bevor sie Wirkung zeigen konnten. Wir hatten da jetzt 763 Flakpunkte und die kommen also eindeutig hier von dieser Luftabwehreinheit. Das heißt, die wirkt auch auf Reichweite. Ja, das ist für mich ganz gut zu wissen. Das ist super. Und da muss ich immer denken, diese Luftangriffskarten, die kosten ziemlich viele politische Punkte. Also der verbrennt jetzt sehr viele Ressourcen, ohne Effekt zu haben. Jetzt wird das wohl hierher nicht mehr versuchen. Schauen wir mal, ob er es noch wo versucht mit Luftangriffen. Airstrike hier drüben. Moment, das war nur eine Air Recon Mission. Okay. Das war Air Recon. Da hat er, also, ich glaube, da hat er Angst, ob da hinten ein größerer Angriff kommt, womöglich. Er wollte schauen, was da steht. Beziehungsweise könnte er natürlich auch schauen, ob er da Ziele hat für seine Panzereinheit. Es könnte durchaus sein, dass er die Artillerie hier gesehen hat, schon ein bisschen mit der Panzereinheit, aber nicht genau gewusst hat, was für eine Art von Einheit das ist. Und dass er da jetzt Gewissheit haben wollte. Also das sind ja 7-8 Kilometer. So, dann haben wir hier Artillerie.
aber ohne Verluste. Das dürfte wohl, also meine Vermutung ist, dass er hier auch mich überhaupt nicht gut gesehen hat. Deshalb ist das Feuer so ineffektiv. Ja. Weil hier haben wir ja einiges an Deckung in dem Wald, also Sichtschutz sozusagen. Dem Wald. Es kann sein, dass er mich da gar nicht gescheit gesehen hat. Ja, es ist recht glimpflich gelaufen. Die einzige Einheit, die wirklich jetzt arg unter Bedrängnis gerät, ist diese hier. Die kriegt jetzt hier sicherlich keinen Nachschub, weil sie hier abgeschnitten ist. Schauen wir gleich. Ja, sie hat keinen Nachschub erhalten. Das sehen wir jetzt hier schon an diesem grauen Pünktchen rechts oben. Ich habe gesagt, wenn sie Nachschub, den ganzen Nachschub, den sie braucht, erhält, ist es grün. Grau heißt, da ist gar nichts durchgekommen. Wir sind auch hier in den im Einheitenreiter hier unter Unit Detail. Sehen wir, dass der interne Speicher dieser Elemente der Einheit nicht voll sind. 278 von 356. Das heißt, alles, was wir momentan verbrauchen, geht tatsächlich von unserem Vorrat ab. Das ist ein Problem. Ja. Dann wollte ich noch schauen, welche Einheiten die Nachschubpanzer bekommen haben. Wir hatten hier einen Panther und einen Panzer 4 zu vergeben. Schauen wir mal, wo die hingegangen sind. Ich habe ja Prioritäten gesetzt. Replacements received. So, was haben wir da? Einmal Medium Tank, zweimal Medium Tank, und zwar das 15. Panzerregiment. Hier. Die haben, lustig, die haben sowohl den Panther als auch den Panzer 4 erhalten. Hatte ich die auf Priorität gesetzt? Ja, Priority. Okay. Und die gehören aber ja diesem Korps hier an. Okay. Also beide Panzer sind hier zu der zweiten Abteilung da gekommen. Das ist aber eh gut. Dann stärken wir die Einheit weiter. Okay. So, jetzt haben wir also einen Nachtspielzug und ihr seht schon, wir sehen so gut wie gar nichts mehr. Ja, wir wissen, dass hier eine Panzereinheit steht, angrenzend an uns, die sehen wir jetzt nicht mehr. Selbe ist hier, wir sehen die Infanterie sogar nicht mehr hier. Ja, obwohl wir direkt angrenzend stehen, aber die Panzer sichten auch nicht besonders toll. Deswegen haben wir hier einen Recon-Punkt derzeit nur. Und in den Ebenen hier hat der Gegner immerhin 4 Hide-Punkte. Das heißt, wir sehen hier überhaupt nicht, ob da was steht. Ja. Und ja, wie gesagt, die Nacht ist eher zum Rasten da. Und das werden wir auch größtenteils so handhaben hier. Dann schauen wir noch wie jede Runde kurz unseren Supply-Zustand an. Also er steigt weiterhin. Auch wenn wir jetzt ziemlich viel Supply an die Einheiten geschickt haben. Also jedenfalls mehr als die letzten Runden. Deswegen steigt unser Supply. Vorrat nicht so steil an wie früher. Wir halten nach wie vor pro Runde etwa 3500 Supply-Punkte. Da sind wir gut unterwegs. Treibstoff steigt weiterhin gut an. Wir halten immer 5000 Punkte und haben ja gar nicht mal so viel an die Einheiten nach vorne geschickt. Staumäßig hat sich da jetzt alles aufgelöst. Wir sehen, hier ist hier war der Stau, hier ist kein Stau mehr. Das schaut also alles sehr, sehr gut aus. Diese Symbole hier sind nur eben Anzeiger dafür, dass sich hier tatsächlich die Hexkontrolle verändert hat, glaube ich. So muss man das verstehen. Einfach indem die feindliche Panzereinheit hier vorgestoßen ist. Und ja, das zeigt halt an, dass hier Supply hätte fließen wollen, aber nicht mehr konnte, weil das Hex hier vom Feind besetzt wurde. Ganz genau steige ich da auch noch nicht durch, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall zeigt das eben an, dass hier ein Problem besteht mit dem Nachschub. Also, so wie ich das verstehe, diese Nachschublinien, also das ist jetzt nicht alles zu hundertprozentig geprüft und man kann es nicht genau sagen, aber im Wesentlichen ist es so, dass Einheiten, die auf Straßen sitzen, quasi ihre Kontrolle sehr weit entlang der Straßen ausdehnen können. Und Einheiten, die nicht auf der Straße sitzen, haben demgegenüber nur sehr wenig Power auf die Straße sozusagen, ja, Kontrollpower. Ja, das sehen wir, glaube ich, auch hier zum Beispiel. Und zwar ist hier ein Hex in feindliche Kontrolle gegangen. Ich vermute, dass es eben daran liegt, weil hier die Einheit auf der Straße sitzt.
Und Einheiten, die auf der Straße sitzen, haben, wie gesagt, entlang der Straßen eine höhere Kontrollpower als Einheiten, die nicht auf der Straße sitzen. Ja. Also obwohl jetzt ich hier eigentlich sehr viele Einheiten habe rundherum, ist das Hex trotzdem durch den Feind sozusagen kontrolliert, weil er eben auf der Straße sitzt direkt. Ja, würde ich jetzt hier eine Einheit draufsetzen, glaube ich, wäre das wieder in meiner Hand. Ja. Etwas Ähnliches seht ihr auch hier. Da haben sich die Pioniere ja weit zurückgezogen und dadurch ist jetzt quasi die Kontrolle ziemlich auf halbe Strecke zwischen unseren Einheiten gewandert. Also da hat auch meine Einheit halt entlang der Straße ihre Kontrolle ausgedehnt. Ne? Okay, folgendes. Ich werde das jetzt ein bisschen mit Risiko spielen, aber es ist ja noch so eine Art Testpartie auch immer noch. Also ich möchte unbedingt die Position hier halten. Aus zwei Gründen. Erstens haben wir damit die Panzer abgeschnitten vom Nachschub. Und zweitens sehen wir da ja dann am nächsten Tag wieder über das gesamte Tal und können den Feind mit unserer Artillerie behaken. Ja, Problem ist, die sind da schon ziemlich arg gefährdet. Die liegen da unter ziemlich lange schon unter Artilleriefeuer, schaffen es daher nicht wirklich, sich gut einzugraben. Moral ist noch okay, 43, aber sie bekommen da auch keinen Nachschub. Deswegen, ich muss die Position, wenn ich sie da halten will, verstärken, nachdem hier ein gepanzertes Infanteriebataillon ranrauscht und von Norden her schon die Panzer angegriffen haben. Es geht sich aus, ich kann hier das erste Bataillon rüberbringen in einer Runde. Ich bin zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Es könnte ja rein theoretisch sein, dass wir da Interception Fire drauf bekommen und stecken bleiben in diesem Hex hier. Glaube ich aber nicht, weil jetzt ein Nachspielzug ist. Das heißt, der Gegner sieht unsere Elemente kaum. Das heißt, ich könnte mich quasi hier die Dunkelheit der Nacht ausnutzend durchmogeln, um an diese Position zu gelangen. Dann habe ich halt zwei Bataillone in exponierter Lage. Ich weiß auch, dass der Gegner weiß, dass irgendwas hier steht. Er hat nämlich sein Artilleriefeuer da drauf gerichtet. Können wir schauen. Combat History. Ja. Allerdings glaube ich nicht, dass er uns da gut sehen kann. Wobei, ja, die Gefahr ist natürlich trotzdem da, dass die Panzer dann da hinauffahren und da angreifen. Wobei, ich meine, da entfernen sie sich noch weiter von ihrem Supply, muss man auch dazu sagen. Insofern kann ich das Risiko eingehen, glaube ich. Ja, dann machen wir das jetzt. No risk, no fun. Also, das erste Bataillon wird jetzt hier einen nächtlichen Marsch unternehmen. Wurde wahrscheinlich dabei schon gesehen, aber nicht gut genug, damit das feindliche Infanteriebataillon hier wirklich Artillerie auf uns bekommen hat. Ja. Gut. So, und jetzt machen wir auch noch die Panzer hier von Norden her zu. Sollte sich auch problemlos ausgehen, mit dem ersten Bataillon der 111. Panzergrenadiere darauf zu fahren. Warum? Was bringt das? Einfach auch das, dass wenn er da wieder zurück will, muss er da durch unsere Kontrollzone durch und braucht viel, viel länger. Ja. Und wir stellen auch sicher, dass er nicht womöglich dann, wenn er aus Givret hier vielleicht eine Einheit hochschiebt, dass er da einen Supply-Korridor aufmacht. Das sollten wir dadurch auch verhindern können. Also wir schneiden jetzt wirklich seine Panzer ab. Die Panzer, die dürften, ja, die stehen sicherlich hier. Die sehen wir nicht, weil wir noch immer erst 15 Recon-Punkte haben aufgrund der Nacht. Und hier gibt es eben 24 Hide-Punkte. Wir könnten rein theoretisch auch, weil wir jetzt wissen, dass der Gegner weiß, dass wir hier stehen, uns einfach ein Hex verschieben. Dann sieht er uns im Morgengrauen sieht er uns dann nicht mehr. Und selbst wenn er da mit dem Panzer nach vorne fährt, wird er sich wundern, warum er da nichts findet. Ich glaube, das könnte sehr effektiv sein. Wir weichen da einmal aus, schwupp. Und haben noch immer genug Punkte für Interception Fire, aber das wird in der Nacht selten zum Einsatz kommen. Gut. Ja, und falls die da an die Lücke vorgehen, können wir noch immer einen Korridor offen halten mit den Panzergrenadieren hier und wir haben ja noch ein Bataillon.
was dann da hier nachkommen würde. Okay. Gut, ja, hier machen wir nichts. Ich glaube, da hat er schon genug Angst bekommen. Ja, ich habe auch letzte Runde off-camera noch ein bisschen die Rückzugsschwellen eingestellt. Also ich habe zum Beispiel da standardmäßig zieht sich eine Einheit dann zurück, wenn sie 50% der Elemente sozusagen verloren hat. Verloren heißt durch einen Kill-Hit wirklich verloren oder durch einen Retreat-Hit zum Rückzug gezwungen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel die Standfestigkeit ein bisschen erhöht auf 75%, ne? Je nachdem, wie wichtig es mir jeweils erschienen ist. Hier werde ich jetzt auch auf Standhalten gehen. Auf 75%. Weil da erwarte ich jetzt leider wirklich einen ziemlichen großen Angriff der gepanzerten Infanterie hier. Das hat super geklappt mit der Luftabwehr hier. Da bin ich sehr zufrieden. Dann könnten wir eigentlich die Flak, das ist die Core-Flak-Abteilung quasi. Die bringen wir daher, dann hat sie sowohl die Infanterie da vorne als auch die Panzerjäger hier ganz gut im Schirm. Unterm Schirm. Die erholen sich ja hoffentlich weiterhin. Okay. Ja, ich bin da nicht wirklich gewillt nach vorne zu gehen, weil ich habe es nicht nötig. Momentan gewinne ich. Und wenn ich die Panzer auch noch erwische, das sollten doch zumindest ein paar Siegespunkte wert sein und ihn ziemlich schwächen. Ich profitiere halt, denke ich mir, davon, dass er die Panzer nicht aufgeteilt hat, sondern in einer konzentrierten Einheit herumschwirren lässt. Deswegen können die immer nur an einem Ort sein. Und wenn sie dann auch noch so offensiv eingesetzt werden, sind sie schnell mal weg. Es würde mir, glaube ich, mittlerweile mehr Probleme bereiten, wenn er die Panzer verteilen würde. Oder wenn er sie auch einfach meiner Sicht entziehen würde, damit ich nicht weiß, wo sie womöglich kommen. Und einfach von der Schnelligkeit dann profitieren. Weil so, ich meine, jetzt buddel ich mich da mal ein, ich befestige weiter diese Flusslinie, glaube ich. Wir sind da mittlerweile, da sind Pioniere dabei, das heißt, die Einheiten graben sich besonders schnell ein. Wir haben hier 144 Entrenchment von 200, okay, geht gar nicht so schnell, wie ich erwartet hätte. Müssen sich noch ein bisschen weiter eingraben hier. Aber okay. Dafür haben wir jetzt die Artillerie gut schon in Reichweite stehen. Die Infanterie bringe ich da nicht hinauf. Warum sollte ich die exponieren hier? Angreifen kann der Gegner beim Fluss nicht. Er müsste hier herum angreifen. Das ist eine super Stellung, muss man sagen. Die ist sehr gut. So vorgeschoben hinter einem Fluss, erhöht mit Wald. Die ist schwer anzugreifen für den Gegner. Und hier lassen wir einfach die Bedrohung bestehen. Ich bin auch froh, dass er da weggezogen ist. Das macht es unwahrscheinlicher, dass er da irgendwie Angriffe planen wird. Und ja, ich glaube, viel mehr ist nicht zu tun. Ist halt ein Nachtspielzug. Schauen wir noch Karten. Replacements. Schau, ich glaube, die werden teurer. Die waren letzte Runde, waren sie 4. Jetzt sind sie 6. Wir haben 38 Punkte. Okay, in der Nacht gibt es überhaupt keine Luftunterstützung. Ist eh okay. Ist logisch. Ja, ich will trotzdem, ich kaufe weiter Replacements. Das Blöde ist, man weiß nicht, was man genau kriegt. Das ist halt das Ding. Aber jetzt haben wir auch schon Panzer dabei gehabt. Also, was bekommen wir? Zweimal Nachtrupp, einmal Panzer. Okay. Gut, die Volksgrenadiere brauchen wir. Wir haben viele Verluste gehabt. Durch Artillerie insgesamt schon. Gemeine ist, die, soweit ich das jetzt verstanden habe, bitte nicht zu genau nehmen jetzt das Ganze. Also die Replacements kommen eben an einem bestimmten Hexfeld auf die Karte und bewegen sich sofort zum nächsten höchsten Headquarter. Wir haben zwei Headquarter auf Core-Ebene. Das heißt, sie bewegen sich zu demjenigen, das am nächsten zu dem Entry-Hex steht. Das wäre eben da das 58. Ja, da sehen wir, da ist zum Beispiel der Panzerschreck jetzt angekommen. Und der verteilt dann in der nächsten Runde diese Replacement-Einheiten weiter an die nachfragenden Einheiten,
die ihm halt unterstehen. Das heißt im Wesentlichen, die Einheiten, die dem anderen Core jetzt unterstehen, können in dieser Konfiguration hier gar keine Replacements erhalten. Ja? Weil die Replacements gehen immer zu diesem Core her und werden dann nur an an dieses Core attachierten Einheiten nach vorne geliefert. Man kann das natürlich verändern, indem man einfach zum Beispiel eine Einheit nimmt und die dann eben halt temporär an dieses Core anhängt. Das geht schon, ja. Also ich glaube, das ist durchaus möglich. Aber ja, das sind jetzt viele Erklärungen für sehr kleine Details. Gut. Karten. Können wir die Stellung hier noch befestigen? Ja, wir haben Extra Entrenchment. Und zwar sind wir da in Reichweite. Nein, geht sich nicht aus. Und ich traue mich auch nicht, da noch weiter nach Süden zu fahren, um die Einheiten in Reichweite zu bekommen. Aber sie haben immerhin Headquarter Power 90%. So, und das Entrenchment bringt uns Extra Entrenchment Points Determination durch 2. Und wir haben eine Determination von 50. Das heißt, 25 Entrenchment-Punkte bekommen wir sofort. Mal 0,9 nur, weil wir eben zu weit weg sind. Aber immerhin, das kann sich schon auszahlen. Und das würde ich jetzt aber dem Bataillon geben, das gerade erst hier angekommen ist, das also noch nicht so gut eingegraben ist, ja, weil das andere ist eh schon länger da. Ihr seht, wir haben hier bei dem einen Bataillon 131 Entrenchment-Durchschnitt und beim anderen erst 60, ja, weil das gerade erst angekommen ist. Und jetzt werde ich gleich einmal das da boosten mit dem Kurt von Mühl. Das war jetzt, Moment mal, damit ich jetzt nicht auf Falsche gehe, das erste Bataillon. Ach shit, geht nicht. Ich habe nur 4 Kommandopunkte, bräuchte 6 dafür. Ha! Alles klar. Na gut, dann halt nicht. Dann geht das leider nicht. Wie schaut es hier aus? Sollten wir hier was machen? Hold. Nö. Das lockt mich jetzt auch nicht sonderlich. Ja, ich glaube, das passt dann schon so. Okay. Dann bis zum nächsten Zug. Bis zum Morgengrauen. Schauen wir mal, ob wir die Panzer da erwischen, isolieren können. Ob unsere Stellung hier vorne hält. Und ob die Panzer womöglich auf der Suche sind nach den 8 Infanteriegeschützen und 4 Mörsern. Oder ob wir nächste im Morgengrauen da gut versteckt sind und auf den Gegner runterfeuern können. Das wird sich zeigen.